Nein, natürlich nicht. Warte mal, gab's hier... Ah, ich hab was... Zeitungen. Ja. Was hast du wo? Römisches Relief bei den Zeitungen. Nee, bei... Also, da ist eine Kuriosität irgendwo bei dem... Ja, da mittig. Ja, da. Du bist gerade dran. Ja, genau. Hm? Das sind nicht die Zeitungen. Naja, aber... Wo denn? Ach so, nee, du, ich guck gerade auf meinen Bildschirm. Oh. Nein, und zwar bei... Ja, da mittig, sag ich ja. Nein, nein, weiter nach links. Noch weiter. Nein, da auf dem Tisch. Genau, genau. Ja, 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 ja. Okay, eine Hände was uns in den Zeitungen, eine Hände was uns in den Schrank links. Okay. Oh, ich habe da voll gedacht, dass das, was bei dem Stream war, ja nicht meins. Und die Lampe. Hier drin? Ja. Und in der Lampe. Kling, kling, kling. Lampe, Lampe, Lampe? In der mittleren. Okay. Kling. Erst den Bobby? Erst den Bobby. Und er hat ein Rätsel. Oje. Über Jahrestage. Nein, bloß nicht. Hallo, hallo, hallöchen. Wer war hervorragendes Tage, Miss Layton? Oh, hätten Sie mich für etwas gebraucht, Konstabler? Hätte ich und tue ich. Vor kurzem war hier so ein Mann, der dieses Rätsel da gelassen hat. Aber es überfordert mich vollkommen. Für mich ergibt es gar keinen Sinn. So ja, wie genau. Jahrestage. Genau, also statt Verbrecher aufzuspüren, löst man einfach mal Rätsel. Der kleine Bruder. Mhm. Zwei Brüder sind um 9 Uhr morgens zur Schule aufgebrochen. Der ältere Bruder kam abends um 6 nach Hause, aber wann kam der jüngere zurück? Der jüngere Bruder kam erst nach dem älteren Bruder. Wähle die richtige Antwort. Können wir... Moment, wann? Der ältere das, kam 6 Machen wir das wieder so, dass wir gleichzeitig drücken, weil das ja so 3 Antworten sind? Also da würde ich nicht, wer schneller macht, weil das ist... Ja, weil das ist ja nur einfach, oder? Ja, eben. Also warte mal, nee, warte mal. Der eine kam um 6 und der... Die sind um 9 Uhr morgens zur Schule aufgebrochen. Hä? Hä? Die machen alle 3 keinen Sinn dann. Warte. Oder? Nee, ah! Doch. Doch, klar, okay. Ja, dann wollen wir? Warte. Also ich würde sagen, wir wählen eins aus und also wenn du es auch hast. Warte. Hä? Ich bin verwirrt. Warte kurz. Ich hab's. Musst du nicht verwirrt sein. Ich habe auch erst gedacht, dass da wäre irgendwo ein Fehler drin, aber in Wirklichkeit ist es so. Okay. Ja? Mhm. Okay, dann los. Das sollte reichen, denke ich. Okay. Aber das wird irgendwie mit der Zeit immer langsamer, ne? Mhm. Ich weiß nicht, was da los ist und wieso, aber das ist komisch. Jetzt schlägt's 13, genau. Die Brüder kamen an unterschiedlichen Tagen nach Hause. Ja. Ja, eben, das war so klar. Weil 7 Stunden nach Verlassen des Hauses geht war nicht. Ja auch der... Ja, und vor dem großen Bruder geht auch nicht. Ja. Schauen Sie sich das einer an. Sie haben diese kleinen Sticker ja gehörig die Leviten gelesen, wa? War? Schon nicht wahr gesagt? Hä? Hat er was gesagt? Der hat gar nichts da, glaube ich, gesagt. Moment, gucken wir nochmal. Gehörig die Leviten... Oh, doch, was? Scheiße. Oh, aber war hat er. Hast du, oder? Ja. Das finde ich gut. Das ist wie beim letzten Mal. Tja, Kunstdarbe, Rätsel sind eben meine Spezialität. Sie könnten mir noch eines oder anderes beibringen, wenn es zum Rätsel geht, Miss Layton. Das eine oder das ganz andere. So, guck. Warte mal. Oh, hä, 66 zu 61? Kann das hinhauen? Seit wann? Wieso, aber jetzt gerade eben hatten wir doch beide... Seit wann bist du 5 Punkte im Vorstand? Ja, das ist... Moment, wie war es nach dem letzten? Hä? Moment. Ja, 66, 62 passt schon eher, wenn das hier richtig ist. Ja. Okay. Ja, dann, ja, das könnte hinkommen eher. Okay. Ja, weil das wäre jetzt so 5, also vor allem, ich habe ja nochmal den vom vorherigen Rätsel, den Stand angeguckt. Ja, so ist okay. So, dann machen wir. Was? Cockbooker. Mit Cockbooker sprechen? Dann sprechen wir mal mit dem Cockbooker. Ja, ich hasse mein Handy, sagt Kira. Gut, also es steht 66, 62. Und 3 Punkte soll ich noch kriegen. Mhm. Oder du kriegst vor mir, also bevor ich die 3 habe, 7.
Ah, hallo, oh ja, Miss Layton. Tut mir leid, dass ich Sie da vorhin unterbrochen hatte. Macht doch nichts. Also, haben Sie denn den Garner schon geschnappt, der diesen Einbruch verübt hat? Also meinen Aufzeichnungen zufolge, ich wurde zu einem anderen Vorfall gerufen, bevor die Ermittlungen abgeschlossen waren. Also kann ich Ihnen leider dazu nichts sagen. Aber Inspektor Hastings ist wieder hier, in seinem Büro, glaube ich. Bedeutet das etwa, dass er den Fall schon gelöst hat? Besuchen wir ihn doch einfach. Mal sehen, wie er vorankommt. Ja. Also ich würde sagen, bevor du die andere Einstellung gemacht hast, ging es besser. Welche andere Einstellung? Du hast es doch kurz mal anders eingestellt. Na, aber ich habe doch eigentlich die Renderauflösung runtergestellt. Wenn ich das jetzt hochstelle, also ich glaube, es macht keinen Unterschied, oder? Jetzt geht's irgendwie gerade wieder schneller, aber wer weiß, woran das liegt. Vielleicht nur daran, dass überhaupt was umgestellt wird? Ja, vielleicht. Okay. Karte? Ja. Darüber. So, was haben wir hier? Eine Schublade, ein Hinweismünze? Ja. Ein Karton, ein Hinweismünze? Welcher Karton? Links, der offene. Moment. Welcher? Links? Ach, links! Dieses links! Das links und im Service rechts. Aber warte mal, echt? Der offene. Ja, soweit kam ich irgendwie gerade nicht. Eine Hinweis. Der Sessel ist ein Rätsel. Der Sessel ist ein Rätsel. Das ist ein Schreibtischstuhl. Das ist so. Was war auf der A-Karte? Ja. Ganz genau. Nein, war ich noch nicht. Ach du meine Güte, ich bin mit dem Schwanz gegen den Stuhl gewedelt und es gab eine riesige Staubwolke. Das ist nicht einfach eine Staubschale. Das ist ein Rätsel. Das ist super. Nee, das ist Feinstaub. Was? Dein Schwanz hat es gefunden, Schall. Also räum es doch ruhig ab. Oh, ich wünschte, mein Schwanz würde auch mal was finden. Oh, seht mal ein Loch. Du wurdest mit der Entwicklung eines Zuges beauftragt. Am Ende jedes Waggons befindet sich ein Verbindungsgang. Und wenn du in den Waggons sitzt... Moment, ich... Achso, nee, Koop ist nur eingestellt gewesen. Huch, hatte ich gar nicht umgestellt. Sitze platzierst, ohne eine Lücke zu lassen, passen 8 Sitzreihen mit 4 Sitzen jeweils in jeden Waggon. Dein Budget für die Sitze beträgt 30.000 Pfund pro Waggon und ein Sitz kostet 1.000 Pfund. Wie viele Sitze haben maximal Platz in jedem Waggon? Hä? Nochmal was? Oh Gott, gehört. Also wie, das muss man sich vor allem bildlich vorstellen. Ihr geht, wie war das? Ohne eine Lücke zu lassen, passen 8 Sitzreihen mit je 4 Sitzen. In jeden Waggon. Dein Budget für die Sitze beträgt 30.000 pro Waggon. Und ein Sitz kostet... Wie viele Sitze haben maximal Platz in jedem Waggon? Warte mal, ohne Lücken zu lassen heißt das... Also, ich verstehe das nicht ganz. Am Ende befindet sich ein Verbindungsgang. Ich verstehe das nicht mal richtig, aber ich gehe mal davon aus, das ist gar nicht so schlimm. Also pro Waggon 30. Also 30 Sitze höchstens pro Waggon. Je 4 Sitze. Also so eine Viererreihen, ja. Das ist ja jetzt die Frage. Also mir würde jetzt was einfallen. Also ich habe rechnerisch jetzt eine Lösung. Ja, ich habe auch rechnerisch. Aber das Problem ist, ich hätte rechnerisch sogar eine Lösung, bei der... Das Problem ist, ich weiß nicht. Es gibt da diesen Verbindungsgang. Jetzt ist ja... Ja, der wird ja nicht umsonst genannt werden.
Richtig, richtig. Deswegen bin ich auch gerade verwirrt. Aber gibt es noch eine andere Möglichkeit, das Ganze anzuordnen, damit es dann wieder funktioniert? Das ist ja jetzt die Frage. Weil wenn man jetzt einfach nur so eine Rechenaufgabe draus macht, wäre es ja ein bisschen... Vorschlag. Mhm. Wir geben beide das Gleiche ein. Also wir geben beide ein, was wir denken. Oder, also, ja, oder wir geben ein, was wir denken, oder so, ja. Oder das Gleiche, was meinst du, also wir sagen jetzt, was wir denken und geben das Gleiche ein, oder was meinst du jetzt? Ja, wir würden uns für eins entscheiden, oder wir geben wirklich jeder ein, was er denkt. Also, nee, wir können auch uns entscheiden. Ich würde nämlich aus irgendeinem unerfindlichen Grund sagen, dass 28 Sitze, also 7 Sitzreihen mal 4 Sitze, das klingt mir irgendwie zu leicht. Ja, mir eben auch. Deswegen würde ich sagen 30 Sitze, weil man hat das Budget dafür. Ja, ich würde auch sagen... Aber ich weiß noch nicht, wie es erklärt wird. Also ich weiß halt auch nicht, wie es erklärt wird, aber logisch wäre erstmal so 28. Also deswegen würde ich auch erstmal 30 nehmen. Ja, eben, weil 28 wäre zu logisch. Ja, eben. Das ist halt so dieses Spiel. Ja. Ich fresse solche Rätsel zum Frühstück. Na. Okay. Das wollen wir uns aufwärmen, oder? Aber es waren... Vielleicht übersiehst du etwas nochmal? Oder gibt es eine Möglichkeit, noch mehr als... Oder gehen noch mehr als... Wir können ja nicht das Budget übersprechen pro Waggon. Das ist ja, wie viele Sitze haben maximal Platz in jedem Waggon? Ja. In jedem Waggon. Das ist dann ja jetzt auch jeder maximal. Das ist ja auch so eine... Ja, aber warte mal. Also maximal haben sie... Oh nee, warte mal. In jedem Waggon muss ich das jetzt mal Waggon rechnen oder was? Ich bin mir nicht sicher, aber ich würde jetzt fast erstmal 32 sogar sagen, weil Platz haben maximal 32, ungeachtet des Budgets. Ja. Und... Okay, 32? Ich versuch's einfach. Dieses Rätsel hat richtig Biss. Okay, auch nicht. Okay, irgendwie verstehen wir dann das Rätsel mal wieder nicht. Also, ich habe Angst, dass es wieder ein Dingensrätsel ist, weil hier steht ja auch als letzter Satz in Null. Jedem Waggon. Meinen die dann jetzt so vielleicht, alles dass man zusammengereicht hat? Aber wie viele haben wir denn an Waggons? Nee, am Ende? Das ist ja überhaupt nicht. Das steht da gar nicht, wie viele Waggons. Nee. Okay, dann geht's nicht. Sollen wir Hinweise nehmen? Also ich finde... Wollen wir nochmal die 28? Ja, dann nehmen wir halt die 28. Also das wäre jetzt... Ich fresse solche Rätsel zum Frühstück. Nee, also ehrlich, das wäre... Das ist alles so komisch, oder? Ja. So, Hinweis. Aber ich habe noch nie so viele Pika-Rad verloren, glaube ich, wie... Jetzt gerade? Na, wie in diesem ganzen... Ja, nee, weil das ist so der Druck, den man hat, wenn man zusammen oder gegeneinander... Nee, aber es ist halt auch einfach dieses so, da ist es ja nicht mal so, dass du wirklich so denkst, ja, das könnte jetzt die Lösung sein, sondern du denkst dann einfach nur so, okay, was ist das Blödsinnigste, was als Lösung gehen würde? Die Lösung ist null, genau. Weil es gibt gar keinen Zug. Nein, wollen wir Hinweise mal? Ja, ich hab jetzt einen. Berechne anhand der Abmessungen und des Budgets, wie viele Sitze Platz haben. Ja, Ja, aber ich weiß nicht, ob dann man sagen würde, Mal. Nächster. Aber warte, man muss dann wieder sagen, ein Sitz muss jeweils frei sein oder sonst was? Also wird dann trotzdem Stauraum genommen, dass du dann dich auf die Sitze setzen kannst? Warte mal. Du hast genug Geld für 30, aber du kannst die Sitze nicht einfach so platzieren, denn sonst fehlt etwas Wichtiges. Was Wichtiges fehlt? Und der Durchgang? Das könnte natürlich sein, dass das gemeint ist. Und dann müssten wir es vielleicht halbieren. Dann wären es ja nur noch 14. 15. Was? 30 durch 2. Ja, aber du kannst ja nicht 30, wenn die Sitzreihen so als solche. Ach so, okay. Beziehungsweise dann kannst du ja noch nicht mal, dann kannst du nicht mal 14, weil 14 ist nicht durch 4 teilbar. Oder so. Ich weiß nicht, wie das gemeint ist. Okay, das nochmal den nächsten Hinweis. Okay, ja, weil das ist echt mies. Wir haben den Hinweis mindestens nicht umsonst. An jedem Ende des Waggons befindet sich ein Verbindungsgang und auch der Waggon braucht einen Gang. Ja. Wenn du einfach alles ohne Zwischenräume vollstellst, bleibt kein Weg für einen frei.
Ja, wenn du Sitz reinnimmst. Und auch der Waggon braucht einen Gang. Ja, aber wenn du Sitz reinnimmst mit je vier Sitzen. Das ist jetzt echt schwer. Also sind es denn überhaupt so Sitzreihen mit je vier Sitzen oder? Also da wären es ja wieder. Ach nee, warte mal. Aber du kannst doch nicht etwa die Sitze auch. Oder ist das anders gemeint gewesen, dass du im Grunde. Also ich weiß, dass das Doofe ist, diese Zeichnung, weil die suggeriert, dass es 2x2 Sitze sind. Ja. Aber nicht, dass die gemeint haben, du kannst die auch, also du kannst jeden Sitz einzeln reinpacken, dann ist das ja, dann hast du ja im Grunde 3x8 sind 24. Ja. Ja. Sollen es jetzt 24 sein oder was? Also ehrlich gesagt, ich verstehe wieder das Rätsel nicht. Gar nicht. Ich fresse solche Rätsel zum Frühstück. Aha. Okay. Okay. Ja, das war wieder eins dieser ging nicht Rätsel. Ja. Das ging mal gar nicht. Ja, so sieht's nämlich dann aus, ja. Ja, aber trotzdem. Ah, das ist einfach so, dass das Rätsel, das klar, es ist an sich nicht, vor allen nicht Dingen, so falsch vor allen gestellt. Dingen, vor allen Dingen die erste, ah. der erste Hinweis, schau dir die Abbildung an. Hm. Ja. Und die Abbildung war ja wieder voll. Ja. 3,14159265. Nee, Moment. So wie es gerade geschrieben ist, ist das falsch. 9, es muss aufgerundet werden auf 7. Okay, weil die nächste Nachkommazahl eine 5 wäre und da rundet man auf. Boah, ich bin fies bei sowas. Ja. Wie auf Schienen. Du musst einen Gang im Waggon freilassen. Wenn du einen Abschnitt als Gang nutzt, haben insgesamt 24 Sitze Platz. Das kannst du dir auch problemlos leisten. Ja. So. Wieder keine Punkte. Ich würde sagen... Ja, jetzt ist mein Hirn auch Moos. Ja. Mein Hirn ist Moos. Wo gibt es diese Antwortmöglichkeiten in welchem Spiel? Du hast es selbst gespielt und gesehen. Ja. Ah. Aber an welcher Stelle? Das weiß ich nicht mehr. Da muss ich jetzt selber überlegen. Mein Hirn ist Moos. War das, wo sie mit Chloe im Auto saß? Oder nee? Oder nee, oder? Das, oder war das nicht gerade bei ich hatte mit Kira die zweite Folge mal gespielt letztens. Beziehungsweise Kira hat sie gespielt und ich konnte es von hier aus sehen. Ja, Episode, Folge. Okay. Na, machen wir mal fertig. Ja. Okay. Ja, okay. Und abgeräumt. Zeit für ein Nickerchen. Unterstell dich, Chef. Wir haben noch jede Menge zu tun. Nein, nicht mehr. Aber wo war's denn dann mit dem Hirn des Moos? Was ist denn da alles passiert? Also man war mit... Ja, ist ja auch egal. Ja. Ja. Stelle mit dem Zug. Ah, irgendwas bei dem Zug. Wo die auf der Bahnschiene sich einfach mal hinlegen auch. Das macht niemand. Die legen sich sogar drauf. Ich hab's genau gesehen. Kira, du kannst das bezeugen. Man, die liegen wirklich da auf den einzelnen Streben von der Bahnschiene. Und unterhalten sich. Ich bin da kaum einfach. Ich lag auch schon auf Bahnschienen. Warum macht man sowas? Das macht man nicht. Das ist doch schon... Das ist voll sicherheitsunbewusst. Ja. Ist man so als... Ja, die liegen. Ich würde es nie tun. Weil ich könnte mich auch aufs Gras einfach daneben legen. Du hast mich gehauen. Los, schlag mich nochmal. Nein. Ja, auf jeden Fall. Wir haben mal wieder ein paar Rätsel geschafft. Das sind schon 39 Stunden um. Oh, schaffen wir noch 30 weitere, bis das Let's Play zu Ende ist? Keine Ahnung, bestimmt. Nee, ich glaube nicht. Also, das wäre ein bisschen lang. So, hey Cortana. Warum nicht? Daneben nicht. Außerdem hört sie gerade nicht zu. Ja.
Na gut, dann habe ich gespeichert. Hast du gespeichert? Ich habe gespeichert. Okay, also hier mache ich mal zu. Zugepackt und eingeklappt und hier auch. Plopp. Und ja, ich bin am Überlegen, ob ich nicht vielleicht später irgendwann mal so, wenn's, oh Gott, das ist aber dann schon ziemlich spät, noch was streame. Ja, mal sehen. Also denn, bye bye, bis zum nächsten Mal.